Na ihr kleinen Affen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Far Cry Aufnahme. Und ich habe schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ich bin mal hierhin gereist. Wir waren ja noch hier bei Reggie und Dingensbommens und habe hier ein bisschen Waffen gekauft. Einen Bogen habe ich mir besorgt und unnützes Zeug verkauft und so und Geld ausgegeben. So Sachen, die man nicht unbedingt sehen muss. Ich sehe schon, hier ist Amita direkt. Ich weiß nicht, ob die hier jetzt ist, wenn wir... Oben zeigt das an. Dann können wir doch eigentlich rausgehen, oder? Ja, gut. Ja, deswegen habe ich das schon mal getan. Ich brenne, das ist gut. Da oben. Und irgendwas wollte ich doch gerade noch sagen. Ja, wir haben trotzdem noch volle Taschen. Also entweder, ich muss mal kurz gucken, bei Herstellung. Den Geldbeutel, oh, den haben wir auch erst auf der zweiten Stufe. Wir brauchen unbedingt Affen. Affenfell, um mal den Geldbeutel zu erweitern. Oder wahlweise die Beutetasche. Das wäre ziemlich gut. Ja, den Waffengurt haben wir ja schon mal auf Maximum. Aber stürzen wir uns erstmal auf die Story. Halt dich von den Arenen fern. Mach doch lieber einen Töpferkurs. Da haben wir keinen Zugang. Aber dort, siehst du? Amita, hast du etwas für mich? Oh ja. Wir konnten die Bewohner des Südens befreien, aber der Norden blieb uns versperrt, wegen der Kingsbridge. Nun tragen wir den Kampf direkt zu Pargan und befreien den Norden. Also, die Brücke ist befestigt. Das Haupttor besteht aus sprengsicherem Beton, vergisst C4 oder konventionellen Sprengstoff. An der Verteidigung prallt jeder Frontalangriff ab. Und was machen wir dann? Ich habe einen Plan. Da ist ein Konvoi mit einem Chemielaster. Ich will, dass du ihn dir sicherst, bis vor ihre Nase fährst und das Tor aufsprengst. Dann kämen wir in den Norden und du wärst einen Schritt näher an Yuma. Wie du meinst. Wie weit ist das weg? Da oben. Dann können wir gleich den nächsten Glockenturm schnappen, würde ich sagen. Das Lager interessiert uns erstmal nicht. Ja, dann wäre es am besten, denke ich, einen fahrbaren Untersatz zu finden. Oder natürlich noch besser einen fliegenden. Ja, entschuldigt für die letzte Woche nochmal. Da war ja der Sound ein bisschen unausgeglichen, weil der Spiderweb im TS war. Hä? Eins? Ich habe die falsche Waffe ausgetauscht. Oder? Nee, ich glaube doch nicht. Okay, wir haben auf eins den Curved-Bogen. Ich hatte erst den normalen. Und jetzt doch den Curved-Bogen mir gekauft. Guck mal, das Ding da oben am Bogen wackelt sogar. Ja, mal sehen, was der Bogen so kann. Aber hoffen wir mal, dass noch nicht so schnell zum Einsatz kommen. So. Was geht hier ab? Das ist doch nicht euer Ernst. Ich möchte mal kurz gucken, welche Richtung. Okay, ich muss schon links fahren. Ja, ich wollte jetzt einfach vorbei. Die waren mir wurscht. Die haben ja jetzt nichts Besonderes gehabt. Außer vielleicht ein paar Plakate bei denen. Ja, aber trotz alledem, dass... Was ist das? Zicken. Nee, die brauchen wir nicht. Trotz alledem, dass der Ton so seltsam war, sind wir ja ganz gut mit der Story vorangeschritten. Ich glaube, wie viel waren es? Ich glaube, 4 Missionen haben wir geschafft letzte Woche. Hier ist das. Aua. Warte doch mal. Ja, ich gehe trotzdem erstmal zum Turm. Ich weiß nicht, ich habe das immer viel lieber, wenn ich die Map sehe.
Hier ist noch ein geheimer Ort. Ihr kennt ja meine Herangehensweise. Erstmal die Hauptmission zu machen. Außer wenn es darum geht, vielleicht die Map aufzudecken. So, hier müsste doch bestimmt jemand sein. Was war das? Obwohl, hört sich an wie eine Schlange. Obwohl am letzten Turm ja keine Leute waren. Da ist sie doch. Haha. Cool, den Pfeil wieder aufgenommen. Ich sehe ja auch niemanden. Haben sie hier vielleicht nur Schlangen hingestellt? Wenn oben jemand sein sollte, dann hat er Pech. Kann ich? Aua, runterfallen, ja. Ich wollte eigentlich darüber springen, aber irgendwie ist sie nicht gesprungen. Ach, ich brauche ja auch eigentlich nichts aus Kisten, wenn mein Geldbeutel vollkommen voll ist. Und was? Warum ist das hier so komisch und warum rutsche ich hier zur Seite? Vielleicht sollte ich hier lang. Ja, ich glaube, das ist richtig. Oh. Mann, das ist nervig, dass sie immer quasselt hier. Die Alte. Ah, hier muss ich hoch, okay. Hopp, hopp, hopp. Hä? Musste ich das so machen? Ich glaube schon. So, mal gucken. Immer höher. Hier hoch. Ja, so wie ich manche Let's Player gesehen habe bei Far Cry 4. Also ich habe jetzt nicht sonderlich viel Videos gesehen. Nur so von den Thumbnails her. Manche, so wie Chaos, glaube ich, haben einfach durchgespielt. Aber zum Beispiel Venicraft hat, glaube ich, vor, möglichst viel Nebenmissionen noch zu machen. Hey, wie komme ich hier hoch? Innen schon mal nicht. Hier sehe ich eigentlich auch nichts. Ach, hier ist eine Leiter, okay. Ne, denn wollen wir mal hier hoch. Hier ist auch schon die Glocke. Ein Brief. Nein. Pfeile, besondere Pfeile. Aber auf jeden Fall kann ich sie nicht mitnehmen. Ich denke, weil ich voll gefüllt bin. Okay, sehen wir mal das Gebiet an. Et voilà. Schätze mal, dieses Plakat oder was das ist, was hier auf der Map angezeigt wird, wird unten sein. Das habe ich bestimmt übersehen. Wir müssten in diese Richtung. Zeigt aber kein Seil hin. Nur nach hinten weg. Da ist auch jemand. Ach, den kriegen wir schon klein, oder?
Ach so, das sind unsere. Die kriegen auch schon klein. Hey, ich bin zur Abfahrt bereit. Wo ist meine Eskorte? Keine Nebenmission. Lass mich. Mal gucken, ob wir ein Plakat sehen. Drin? Draußen? Sehe nichts. Ich weiß nicht. Ja, da muss man wahrscheinlich genau auf die Suche gehen. Ich, aua! Danke. Ich hatte ja jetzt nicht vor, die 100% zu schaffen. Mal so nebenbei, wir sind ja, habt ihr ja schon letzte Folge gesehen, sind ja gar nicht so weit entfernt, die Hauptmission komplett zu verenden. Aber insgesamt haben wir knapp 20% vom Spiel. Das heißt, es gibt sehr viel drumherum. Aber das dürftet ihr auch mitbekommen haben, wenn ihr noch bis hierher geguckt habt. So, und hier ist es auch schon. Amita, ich bin vor Ort. Ich bin bereit. Der Konvoi müsste aus dem Südwesten kommen. Übernehme den Tanklaster. Ist das nicht übernehmen? Und ist das nicht auffällig, wenn mein Quad da steht? Ich nehme vielleicht mal eine Waffe. Wäre besser. Glaube ich. Vielleicht sollte ich mich auch heilen. Er muss jeden Moment eintreffen. Okay. Viel Glück. Mal sehen, den soll ich übernehmen, ja? Okay, da sehen wir ihn fahren, zumindest den Punkt. Und hören schon einen Motor. Hält der hier oder muss ich den direkt abknallen? Also erster Versuch, ein Fail ist ja Muss, oder? Fährt. Ah, da ist der Truck, okay. Okay, so sollte man es wohl eher nicht machen. Steig doch! Wie dumm. Okay, ich glaube, das wird so nicht. Steig ein! Kuh. Und fahr, den kriegen wir noch. Ne, den kriegen wir nicht mehr. Tanklaster wurde zurückgelassen. Ja, okay. Machen wir das nochmal. Wie gesagt, erster Versuch in ein Fail, muss Fail. Ja, vielleicht. Oh, soll ich jetzt echt so Drive-By-Missionen machen? Ich habe das Gefühl, dass... Amita, ich bin vor Ort. Funktioniert nicht so gut in diesem Spiel. Ich werde... Warum muss ich jetzt wieder so lange warten? Ich werde, denke ich, die erstmal vorbeiziehen lassen. Und dann mich dranhängen. Ja, gibt es hier noch irgendwas? Er muss jeden Moment eintreffen. Viel Glück. Okay. Der Fässer hinten drauf. Nee, den nehme ich nicht. Ich wollte das Auto nehmen, aber dann lieber doch den hier. Sonst exploden wir sofort. Und das wäre nicht gut. Nicht gut. Das war ziemlich dummer Akzent. So, das ist der Vorreiter, Vorfahrer. Wollte mich jemand kurz entdecken? Hat sich anders überlegt. Da ist jemand. Gut. Hat er mich gesehen? Nee, ich glaube gerade nicht.
Na denn. Mach das mal so. Aua. Ich weiß nicht, was hier die richtige Lösung ist. Vielleicht echt die anderen ausschalten vorher. Bevor er überhaupt vorbeifährt. Oh, da war... Mist. Alter. Oh, ich glaube, das ist eine ganz schlechte Idee, was ich hier mache. Guck mal, sind die anderen zurückgeblieben? Ich soll doch den Laster übernehmen. Ja, jetzt warten die hier, oder was? Ey! Oh, der hat mich voll abgelenkt! Nein, 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 heile, heile dich, heile dich! Heile dich doch. Habe ich nichts richtig? Ich nur das eine Heilpaket? Aua. Mann. Wo sind die denn? Ich kann doch hier nicht... Oh, das ist ein ganz schlechter Schutz. Ich glaube, das wird nichts. Warum habe ich denn... Mano. Nein, keine Blaster Grenades. I catch a grenade for you. What? Fataler Fehler. Ach, Mann. Ja, okay, wäre ja doof, wenn es zu einfach wäre. Ah, okay. Das ist schon mal sehr gut. Dass ich hier anfange. Könnte ich doch. Ne, Zoom kann ich nicht. Ich werde einfach mal schießen hier. Huh. Schon wieder ein Cluster? What, Alter? Wow, ich habe hier natürlich auch keinen Schutz. Und wer schießt überhaupt die Cluster? Die Cluster-Glaneten. Opa! Ich will auch nicht die Fässer abschießen, sonst geht der Truck ja kaputt. Das wäre nicht gut, denke ich. Okay. Wo ist der? Da. Oh, 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 oh. Na, mir erst. Haben wir ihn? Haben wir sie alle, meine ich. Aus der Ausgangsposition war es natürlich um einiges einfacher, denke ich. Amita, ich habe den Truck. Ich fahre jetzt zum Tor. Na, jetzt wirst du nochmal Probleme geben. So nah waren wir dem Norden seit Jahren nicht. Wie man sieht. Die Musik ist schon wieder so happy und auffällig. Die darf ich bestimmt nicht verwenden. Also, what, Alter? Oh. Oh Gott. Ich möchte... Kaka. Also, ich möchte Kaka nicht... Nee, what? Da geht's weiter. Wusstest du nicht, dass man hier so voll durchfahren muss? Boah, das hatten wir im letzten Urlaub, ne? Oh, ich gucke jetzt mal kurz auf die Map. Das hatten wir im letzten Urlaub, dass wir erst so eine Hauptstraße lang gefahren sind und dann plötzlich mitten über so einen Marktplatz gefahren sind. Das war ganz komisch. So, wir müssen hier Schlängelauf fahren. Einfach geradeaus. Das ist dieses geradeaus. Noch mal kurz gucken. Ja. Was passiert hier? Was passiert hier? Warum sehe ich nichts? Der Truck ist beschädigt.
das nicht kaputt geht. Lasst mich doch durch, ich muss hier flüchten. Mein Gesang passt überhaupt nicht zur Musik. Davon? What? Ich sehe doch nichts. Oh nein, nein! Ich glaube, ich sollte nicht die Klippe runterfahren. Boah, wieso kam da so auf einmal so eine scharfe Kurve und ich konnte nicht... Sind wir jetzt schon gleich da? Lass mich in Ruhe! Boah, der muss uns jetzt natürlich voll frontal rammen. Hier ist die Kurve. Nee, das ist nicht die Kurve. Warum rennen hier so eine Bullen lang? Habe ich die überhaupt schon mal das ganze Spiel gesehen? Und ich glaube, mit einem Truck braucht man nicht unbedingt versuchen zu driften mit der Handbremse, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich sowas schon mal gesehen habe. Muss ich doch gleich nachher mal auf YouTube gucken. Nach driftenden Trucks. Warum? Mann, die fahren direkt vor mir her und schießen. Finde ich nicht fair. Hier bin ich rausgeflogen. Das heißt, hier bin ich schon mal weiter. Aber die nehmen schon mal Rücksicht. Die schießen nicht so aggro auf mich. Die wollen wahrscheinlich auch den Truck behalten. Oh. Nee, hier bin ich rausgeflogen. Oder? Ich weiß es nicht. Aber... Lenk, 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 lenk. Danke. Und hier rum. Und... Ah! Kingsbridge, yes! Und jetzt? Und jetzt? Aussteigen, was zerstöre den Truck, ach so. Aber... Da verrecke ich doch. Hä? Na gut. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Passende Musik. Ja, das war ja nicht so schön. Der hätte mich ja schon längst töten können. Hä? Wo ist hier jemand? Okay, Leute. Hey, wo will mich denn hier wir sehen? Ah, ihr werdet schon wissen, was er macht. Okay, zwei. Den. Ah. Na. Ziegenhirten. Seid ihr Männer oder Mäuse? Mäuse. Boah. Nein, hör doch auf, du kannst doch nicht mit der Bazooka. Hä, habe ich nichts Größeres zum Heilen? Und wer schießt schon wieder auf mich? Ich bin doch hinter der Mauer. Nimm mal was Besseres, Bogenmäßiges. Oder was Besseres halt.